Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autohive und heute ist Premiere der Premiere der Premiere. Ich bin total aufgeregt. Ich hatte neulich mal den Aufruf gestartet, ich bin in München, ich habe ein Elektrofahrzeug mit dabei und wer möchte mit mir das Elektroauto fahren, wer möchte mich kennenlernen? Das Elektrofahrzeug stellen wir einmal ganz kurz vor, das ist der Aways U5, ein chinesisches Fahrzeug. Dazu gibt es auch ein Review und ich habe mich mit dem CEO Deutschland zweifach unterhalten. Solltet ihr alles bei uns auf dem Kanal finden. Und hier ist der erste Zuschauer, das ist Mike. Hallo. Mike, sag hallo. Ja, hallo zusammen. Freue mich auch. Ich freue mich total. Wie kommst du auf die Idee, den Gleitz mal kennenlernen zu wollen? Ja, ich habe mir gedacht, ich gucke das schon relativ lange, schon seit ein paar Jahren. Ja, und als ich den Aufruf gesehen habe, denke ich, cool, wenn er mal hier in der Gegend ist, warum nicht? Ja, finde ich schön. Du bist nicht ganz unbeleckt, was elektrische Antriebe angeht. Nee, nicht ganz. Ich fahre selbst einen Hybrid seit einem halben Jahr ungefähr. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie so ein Vollelektro ist. Sag mal, ich fahre so einen Hybrid. Du fährst ja nicht irgendeinen Hybrid, sondern wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen. Du musst ja einen gewissen Sinn für Ästhetik haben, weil du hast hier einen DS7 Crossback E-Tense, ja, richtig. Den kauft man sich ja nicht so. Also es gibt ja viele Autos, sondern ich finde, DS-Käufer haben ja einen gewissen Sinn für Ästhetik. Ja, das stimmt. Ist mein erster DS. Ich habe auch lange überlegt, was es werden soll. Es gab ein paar Kriterien. Und schlussendlich ist es der geworden. Und Ästhetik, er sieht schon fein aus. Ich finde DS im Innenraum gerade sehr speziell auch und macht Spaß. Auf jeden Von Fall. Daher ist es schön, dass du gleich den direkten Vergleich hast, weil wir haben ja hier ein chinesisches Auto am Start. Da sind ja alle Deutschen immer so, huch, ein chinesisches Auto will ja gar kein Mensch haben. Ja. Und es ist ja alles ganz schwierig und gar nicht schön. Ja, bist du schon mal elektrisch gefahren, voll elektrisch? Oder? Nee. Ja, ich ja schon. Also ja, so gesehen ja, weil Kurzstrecke immer voll elektrisch. Aber wie gesagt, eigentlich noch keinen richtigen reinen Vollelektro. Und mal einen Chinesen gefahren? Nee, ist Premiere heute. Okay, dann ganz überraschend zeige ich dir jetzt das Auto. Jetzt darfst du ihn sehen, ich ziehe den Vorhang. Machen wir zu viel Show da draußen? Nein, ne? Ist schon in Ordnung. Ja, was sagst du? Erster Eindruck? Ich meine, du hast ihn eben, jetzt mal ganz im Ernst, für euch auch. Ne? Wir machen ja hier nichts hinter den Kulissen, was blöd ist. Wir standen eben in einer Kofferraumklappe, wir beide, und haben da nochmal einen Antigentest gemacht, damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat. Und wir können auch einmal sagen, Alex hinter der Kamera ist getestet, da hinten steht Dominik, der bestimmt gar nicht ins Bild will, der uns hier hilft mit dem Aways. Da dürfen wir dich einmal zeigen, Dominik? Ja, ne? Hier, der verkauft euch zur Not auch so ein Aways. Ja, und der Alex ist dabei. Wir haben uns alle schön getestet, damit das alles seine Ordentlichkeit hat und dass wir ohne Maske fahren können. Und der hat auch keine Maske, der ist noch nicht getestet. Ja, erster Eindruck, immer schön ehrlich sein, ne? Anders. Ja. Anders, auffällig, allein schon durch die Farbe. Und natürlich die Front, so ein bisschen elektrotypisch, aber nicht hässlich, muss ich sagen, anders halt. Was ich schön finde, wenn wir mal weitergehen ins Auto, die Leute, die uns zusehen, halten uns für bekloppt. Aber jetzt bist du mal einer davon, der sich auch bekloppt halten kann. Ne? Da guckt schon einer. Was machen die da? Ich würde dich einmal auch gerne hinten einsteigen lassen. Einfach mal so fürs Platzangebot. Das hat mich nämlich ein bisschen geflasht. Ist schon ordentlich. Also, ne, wenn du die Schwiegereltern mitnimmst, sollte kein Problem jetzt nicht sein. Jammern. Nee, überhaupt nicht. Was ich halt spannend finde, das ist ja ein altes Konzept halt. Ne? Ich kenne das, glaube ich, früher Opel oder so hatte das noch. Dass du erst das Sitzkissen vorklappst, hast dann aber wirklich eine ebene Ladefläche. Findest du das eher positiv oder eher negativ? Nee, das finde ich genial. Ich kenne das noch von früher, von den etwas älteren genau, Honda, ne? Civic Autos. Ja, dieses Easy von meinen Fold Eltern noch. So. Und ja, das fand ich super, weil das einfach nochmal mehr Platz ist. Ich finde es genial. Gut, und jetzt ohne fahren? Ja, gern. Dann steig ein. Auch das ist eine kleine Premiere für mich. Als Beifahrer? Ja, bin ich gar nicht so gut, ne? Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Es klingt jetzt mordsmäßig kompliziert. Ich bin Global Process Owner für Incident Management bei der Allianz Technology. Okay. Ich bin YouTuber. Okay, erster Fahreindruck so. Wir sind 700 Meter gefahren gefühlt. Ne? Nee, also, aber es fährt sich im Prinzip ja sowieso nicht immer großartig anders als wie jetzt irgendwie ein Verbrenner. Ja. Das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen, wo die Leute meinen, das ist alles ganz anders. Bis aufs Geräusch merkst du ja erstmal so keinen Unterschied. Ja.
Ja, aber fährt sich schön. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist das abgeflachte Lenkrad auch oben. Ja. Unten kenne ich, aber oben. Was mich geflasht hat beim ersten Mal, also beim ersten Einsteigen, ist tatsächlich das Raumgefühl durch die Materialien, die sie haben. Dieses Braun-Weiß, was jetzt gar nicht meine Lieblingsfarbkombination wäre, aber so für ein Pressefahrzeug ist schon ganz ansprechend, ne? Weil es so lustig also, wirkt. Vor allem so ein helles Braun muss man mögen. Ja. Das auf jeden Fall. Da muss man auch vorsichtig mit sein. Ne? Ja, könnte man, könnte man missverstehen. Ich kenne ganz viele Leute, die finden braunes Leder und braun im Auto super. Ja. Ich nicht. Aber es ist, ich verstehe sowieso ehrlich gesagt immer nicht so ganz, warum es eigentlich nicht möglich ist, Verbrennerautos innen ähnlich zu gestalten. Ich finde, Elektroautos sehen im Normalfall außen, an der Front, innen immer so ein bisschen spaciger, so ein bisschen cooler aus. Warum nur beim Elektro oder beim Hybrid? Weil sie sich da jetzt das erste Mal wieder trauen, die Autobauer. Es ist ja so, der Golf sieht ja immer wieder aus wie der Golf, weil sie die Stammkundschaft nicht verprellen wollen. Die sollen ja wieder den neuen Golf kaufen. Und darum ist ja immer so eher Evolution statt Revolution. Okay, so habe ich es noch nicht gesehen. Und bei den Elektrofahrzeugen können sie jetzt sagen, es ist ja was ganz Neues. Ja, ja. Und da fangen wir mal wieder ganz von vorne an. Und hier, A-Race hat dann noch den Vorteil, die haben ja überhaupt keine Altlasten. Die haben quasi sich komplett hingesetzt neu, ne? Und ein neues Auto gebaut unter der neuen Marke. Da ist, die müssen auch nichts Rücksicht nehmen. Und dann kannst du natürlich hier erstmal lustig machen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon ein Argument. Ja. Wenn du elektrisch fährst, hast du automatisch dieses, richtig, den Spieltrieb eher effizient zu fahren. Also selbst ich mit meinem Hybrid, ja, versuche dann schon, möglichst weit elektrisch noch zu kommen. Ja, wo ich einfach mir denke, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausreizen. Ja. Ne? Ein bisschen geht ja noch. Ja? Ich fahre schon auch gern mal ein bisschen schneller und auch mal sportlich, aber es stimmt schon, das ist so ein versteckter Reiz, ja? Möglichst alles so rauszuholen. Ne? Was mir jetzt ehrlich gesagt ganz gut gefällt, ist wirklich noch, dass dieser Touchscreen, der Bildschirm nicht so hoch ist. Also ich finde es eigentlich nicht schön, wenn die freistehend sind. Ja. Aber wenn die noch so hoch sind, wie bei ganz vielen anderen Herstellern, finde ich das eigentlich unmöglich, weil das dann immer aufgesetzt ist und irgendwie nicht so ins Bild passt. Und dass er hier einfach so eine kleine Idee niedriger ist, finde ich gut. Also, groß ist es halt auch, das Display. Ne? Also, und knackscharf. Also auch hier, Fahrraddisplay ist richtig scharf. Was wäre dein Top-Grund, keinen Chinesen zu kaufen? Grund ist, glaube ich, also das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen erschrecken würde, wobei ich bei meiner Autowahl jetzt ja auch das Problem habe, dass ich eigentlich, wenn ich in die Werkstatt oder irgendwie muss ich über 50 Kilometer nach München fahren, weil hier sonst kein Händler in der Nähe ist. Also, aber das wäre jetzt eigentlich der Grund zu sagen, okay, also wenn jetzt ich noch weiter fahren müsste, ja, um irgendwie einen Händler zu kriegen oder wegen einer Werkstatt oder sowas, ja, dann wäre das Einzige, dass ich sage, das Händlernetz. Aber es gäbe für mich keinen Grund zu sagen, möchte ich nicht. Weil gepflegt, gewartet wird über ATU tatsächlich. Und das finde ich halt ganz interessant, wenn du sagst, zur Werkstatt musst du 50 Kilometer nach München reinfahren, könnte es sogar sein, dass das dann näher dran ist. Also je nachdem, wo man halt wohnt. Das finde ich auch nochmal spannend. Und was ich halt richtig cool finde, erste Wartung nach 100.000 Kilometern. Ja, das habe ich gelesen. 100.000 Kilometer ist ja krass. Das ist also witzig, ne? Also ja, kann man machen. Schönes Auto. Gut, jetzt mal Butter bei die Fische. Du warst mein erster Feindkontakt quasi, Zuschauerkontakt. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben ja mal dieses Treffen da in Bad Salzuflen gemacht. Aber das ist das erste Mal, dass ich woanders bin und jemanden kennenlerne, der nicht mein Zuschauer ist. Wie bin ich so jetzt, du bist ja jetzt nicht hinter dem Bildschirm, sondern... Nee, schon klar. Ja, eigentlich jetzt, nicht so wirklich. Also sympathisch, ja, locker, kumpelmäßig. Wir bleiben noch weiterhin. Halt drauf. Überhaupt kein Problem. Also ich kann mich nicht beklagen, ja, auch während der Autofahrt. Immer nett und freundlich. Nee, sehr schön. Es freut mich, dass du dabei bist und dabei warst erstmal und aber auch dabei bist im Clip. Ich bedanke mich und wir sind raus. Ganz überraschend sind wir jetzt nach München. Wie heißt das hier? Neubiberg. Neubiberg. In Neubiberg. Und
wir haben uns gerade erst gesehen. Ne? Mikro ist auch dran und so. Nein, das ist der Julian. Julian ist unser zweiter Aspirant, der das Elektroauto fahren wird. Und Julian ist vorbelastet, würde ich mal sagen. Ne? Der kennt also elektrische Autos so in der Art, weil seine Batterie ist so groß wie die hier im A-Ways. Allerdings hat er einen richtigen Motor noch dabei. Schöner 5 Liter V8. Du fährst Mustang. Genau, ja. Erwartet man erstmal nicht so. Ne? Du bist ja IT-Fachmann, du bist Programmierer. Genau. Und eigentlich fahrt ihr doch eher Elektroautos, oder? Anscheinend nicht, nein. wie kommt das, dass du Mustang fährst? Ist ein geiles Auto. Klingt geil, ist einfach emotional. Versteht kein Mensch, aber ich sag mal, kann man machen. Nein, natürlich. Wir wissen ja, wir haben den ja auch schon mehrfach vorgestellt. Der V8 ist doch schön. Also GT muss schon sein. Ne? Hast du überhaupt darüber nachgedacht? Vierzylinder? Nein. Nee. Ne? War sofort klar. War direkt klar, ja. GT oder nichts. Und bist du happy? Total. Keine Probleme? Überhaupt keine, nein. Was verbrauchst du? Schnitt, 12 Liter. Okay, kann man machen. Gut, aber heute gucken wir uns kein Mustang an, sondern ich bin hier, damit du mal elektrisch fahren kannst, weil du bist noch nie elektrisch gefahren, richtig? Genau. Du kennst das noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Ja, ich präsentiere dir den A-Ways. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, jetzt noch nicht. Aber dafür haben wir den Dominik halt dabei. Ne? Der schmatzt dir den gleich auf. Einen hat er schon verkauft. Seine Marschrichtung, mindestens 2 muss er heute loswerden. Also ist er froher Dinge, dass er den in Zahlung nimmt. Ne, nimmst du schon, oder? Hast du Bock? Total, ja. Bist du ein bisschen aufgeregt, eigentlich? Ja. Gut, der Julian fährt jetzt das erste Mal elektrisch. Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, starte durch, wenn du magst. Wenn du Fragen hast, lass mich. Pass auf, hier steht so ein roter. Ich kenne den Typen, der wird sauer, wenn du den zerkratzt. Das wird er, ja. Oder fühlt sich schon komisch an, oder finde ich jetzt? Oder geht noch? Also fehlen halt die Geräusche. Also das fällt direkt auf, gerade im Vergleich zum Mustang natürlich. Ja, gut, das ist unglaublich still grade, ne? Einfach. Ja. Aber ansonsten ein Auto halt. Ja. Das vergessen die meisten halt auch, die so kritisch mit Elektromobilität sind. Die sagen dann immer, ja, aber. Und ich denke dann auch, es hat ein Lenkrad, es hat 4 Räder, es lässt sich lenken. Mhm. Federungskomfort ist mal so, aber das ist auch beim Verbrenner oder Diesel so. Aber ich finde es schön, ich finde es wirklich schön, dass du noch nie elektrisch gefahren bist, dass das jetzt hier so die Premiere ist. Ja, und was wir vielleicht auch nochmal machen können, das habe ich eben gar nicht. Also es gibt ja Rekuperationsstufen bei dem Elektromotor. Ne? Also jetzt ist er gerade niedrig. Ich stelle dir das mal hoch ein. Oder warte, niedrig, geh mal vom Fahrpedal oder vom Gaspedal. Okay, jetzt werden wir Gas geben nochmal. Oder Fahrt aufnehmen. Jetzt hoch, nochmal vor Fuß vom Gas. Merkst du, dass er stärker? Und das ist dann diese Geschichte, dass es dann halt bis zu diesem One-Pedal-Driving geht. Was ich total mag, dass du wirklich nur noch mit einem Pedal fährst. Weil das Gaspedal, das Fahrpedal gleichzeitig auch die Bremse ist. Sobald den Fuß vom Pedal nimmst, meine Fresse, dann bremst du ja. Und das ist eigentlich ganz angenehm. In der Stadt fahre ich meistens so, wenn es geht, auch mit One-Pedal-Driving. Und sobald ich dann auf der Autobahn bin oder auf der Landstraße, dann nehme ich das raus, weil dann soll er eher ausrollen. Aber ich bin ja immer am Überlegen, wie kann ich was mit euch auch machen, mehr Interaktion. Weil es gibt ja, du hast dich ja auch gemeldet, freiwillig. Ne? Ich bezahle dir auch kein Geld. Ne? Ich zahle dir kein Geld. Leider nicht. Schneiden wir raus, Alex. Nee, ich finde das ja schon spannend, irgendwie Formate zu finden, aber es ist halt schwierig. Also jetzt haben sich 4 Leute hier im Münchner Raum gemeldet, die Zeit hatten. Mhm. Das finde ich schon eine ganz gute Quote. Und die auch Lust haben, so ein Auto zu fahren. Hast du generell, ich meine, du fährst einen Amerikaner. Da hast du ja keine echte Berührungsängste mit anderen Marken. Hättest du Probleme, einen Chinesen zu fahren oder ein chinesisches Auto? Nee, überhaupt nicht. Wenn es ein V8 hätte, würde schon gehen. Ne? Ja. Müsst halt nur schauen, so halt, wie der Service, wie das läuft. Inspektion, ja. Ersatzteilversorgung, so das wäre vielleicht das Einzige, aber ansonsten. Ist hier schon ganz lustig, weil die vertreiben ja über Ronix. Also da kannst du dir deine Hardware gerade kaufen und noch ein Auto mitnehmen. Und gewartet wird bei ATU. Mhm. Das ist deren Konzept, mit dem sie jetzt in den deutschen Markt einsteigen oder eingestiegen sind. Allerdings, und das finde ich hier ganz witzig, wie oft musst du mal warten lassen? Alle? Das sind alle 15.000 Kilometer. Ja, hier, was schätzt du? Alle 100.000 Kilometer. 100.000, Wahnsinn. Aber ich finde, ich bin 1.400 Kilometer jetzt mit dem Ding gefahren.
das kann man machen. Also das ist nichts, wo ich sage, geht gar nicht. Das sitzt auch gut. Ja, stimmt, du sitzt ja jetzt auch so hoch, sitzt du ja nie. Ne? Ja, hier geht die Welt ganz anders. Auf Augenhöhe mit dem Mais quasi sind wir unterwegs. Das finde ich auch wieder schön. Weißt du, von der Sache her bist du wahrscheinlich umweltfreundlicher unterwegs als viele andere Leute, die die Nase rümpfen, wenn sie dich in der Mustang sehen und sagen, ja, hier er mit seinem dicken Ami-Schlitten, ne, was der verbraucht. Aber da du da wahrscheinlich einen Großteil wirklich mit Öffis und Fahrrad machst, ist deine Ökobilanz deutlich besser, oder? Vermutlich, ja. Also ja, es ist immer so, alles, was irgendwie ohne Auto geht, wird auch ohne Auto gemacht. Wie weit kommt man mit dem Auto so? Also WLTP-Reichweite liegt bei 400 Kilometern. Da müssen wir ehrlich sein, das kriegst du natürlich nicht so ohne weiteres hin. Wir haben gestern, als wir diese 1000 Kilometer gefahren sind, haben wir meistens auf 60% geladen, weil da lädt er noch sehr schnell bis 60%. Und dann sind wir je nach Fahrweise so um die 200 Kilometer weit gekommen, 150, 200. Und sind aber meistens dann 130 km/h schnell gefahren. Und das ist dann auch wieder im Prinzip eine Rechenaufgabe. Ne? Wann hast du den optimalen Ladezeitpunkt? Weil der lädt ja jetzt mit 90 kW in der Spitze. Dann fällt es aber irgendwann runter auf 70 und dann auf 50. Und du willst ja eigentlich den Peak mit 90 willst du mitnehmen und dann eigentlich schon wieder losfahren. Und das klappt aber halt nicht immer, weil du musst ja mal gucken, wann die nächste Ladesäule wieder da ist. Geht aber auch erstaunlich besser. Also immer besser. So. Auf dem Weg nach Berlin hatte ich überhaupt keine Probleme mit den Ladesäulen. Hier hatten wir ein Loch zwischen Fulda und Würzburg, glaube ich. Da wollten wir eigentlich irgendwo laden und haben dann früher geladen, als wir mussten. War jetzt auch nicht schlimm. Aber in der Regel, wenn du in der Stadt fahren wirst, wirst du wahrscheinlich sogar nah an die 400 rankommen. Weil du dann ja immer mehr bremst, wieder rekuperierst viel stärker und in der Regel jetzt gerade im Münchner Stadtverkehr kommst du ja auch nicht auf die Idee, jetzt groß hoch zu beschleunigen. Darum, ich bin mal sehr gespannt, es gibt ja jetzt schon so die ersten Apps, die dich dabei unterstützen. Better Route Planner ist zum Beispiel eine. Kannst du sagen, ich fahre das Auto, das ist mein Zustand jetzt von der Batterie. Am Ziel möchte ich so und so viel Kilometer oder Prozent noch drin haben. Und dann berechnet der dir die optimalen Ladesäulen. Fragt teilweise dann auch sogar an, ist die Ladesäule frei, wo ich dahin will, und passt das nochmal dynamisch an. Und von daher denke ich, da ist noch so viel Potenzial, um das zu optimieren, um da noch ein bisschen mit KI zu spielen und so, dass ich glaube, dass wir in 5 Jahren da ganz anders wieder dran gucken oder drauf gucken. Ein Heinkel habe ich auch, ein Heinkel-Roller war das. Das war ein Heinkel-Roller, der vorbeigefahren ist, habe ich auch. Der schwarze, der bei mir steht, der fährt bloß nicht. Naja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hier erstes Urteil. Du bist ja schon ein längeres Stückchen gefahren. Wir sind schön über die Dörfer, über die Landstraße. Also eigentlich so deine Standardstrecken, die du auch gern cruist, ne? Genau, ja. Was sagst du? Was ist der größte Unterschied für dich? Der größte war tatsächlich die fehlende Schaltung. Man klopft es kaum. Ansonsten, er fährt sich wirklich angenehm. Sehr ruhig. Das ist so ungewohnt, aber nicht unangenehm. Und ansonsten doch. Also so als Alltagsauto. Wenn ich Platz jetzt fragen würde, was hat dich am meisten gestört, wäre auch Schaltung, ne? Tatsächlich, oder? Das hat wirklich gefehlt, ja. Ja, wird es aber nicht geben. Elektroauto mit Schaltung, schwierig. Wobei Manta E, ne? Der Manta GSE, der hatte eine Schaltung, aber ja, dann freut es mich, dass du dabei warst. Und wir ziehen jetzt sofort weiter zum nächsten Kandidaten. Ja, und wenn noch was ist, schreibst du mir in die Kommentare, ne? Mach ich, ja. So, jetzt sind wir auch schon beim dritten Kandidaten, dem Patrick. Und der Patrick ist ein Schlingel, der hat sich informiert. Finde ich gar nicht gut. Kam sofort an hier und sagte, pass auf, das und das und das gefällt mir nicht. Dann warte erstmal ab, Kollege. Ne? Erstmal schön das Auto angucken. Stell dich mal vor, was machst du, wer bist du, wie alt bist du? Servus, ich bin der Patrick. Ich bin 34 Jahre alt, arbeite als IT-Administrator in der Lebensversicherung in München. Genau. Ist tätowiert. Bin tätowiert. So, wie nix. Der Kollege und bin autobegeistert sowieso und noch nie ein Elektrofahrzeug gefahren. Jetzt ist mein erstes Mal. Genau, und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Sehr schön. Mit den anderen haben wir es so gemacht, wir sind einmal ums Auto drum herum gegangen. Ja. Ich zeig's dir einmal. Schlüssel.
Tasche. Willst du treten? Ja, ich probier's mal. Ich trete oft genug. So. Einmal frei. Ja, gut. Was ich erstmal schön finde, Kofferraum, der ist wirklich angenehm groß. Du fährst selber einen Kombi, richtig? Genau, ja. Und es ist nicht alles, ich will das jetzt hier nicht kaputt machen, aber du hast da drunter noch Fläche. Okay. Ja. Ja, läuft. Und jetzt, kleines Highlight, finde ich persönlich jetzt auch nicht so super, aber eigentlich auch nicht schlimm, dass du die Frank-Entriegelung da in der Tür, da erwartet man sie einfach nicht. Mhm. Ne? Also daneben ja immer, eigentlich, normalerweise. Ja, also im deutschen Auto jetzt. Aber trotzdem, Frank haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ups, wollte noch gar keiner sehen. Du scheinst mir ja so gut vorbereitet, dann können wir ein bisschen was zeigen hier. Ne? Okay. Ist jetzt nicht viel. Und ich habe das nie verstanden und dachte immer so, Frank, habe ich jetzt aber verstanden, wenn du ein nasses Ladekabel hast, also du hast hier Typ 2 Kabel und es hat geregnet, dann willst du das ja nicht in den Kofferraum tun, weil der sifft dann ja voll. Klar. Und dann hast du hier halt so ein Ding, wo... Mit Ablauf wahrscheinlich, oder? Also wenn man... Genau. Aber es geht zumindest. Ja gut, dann sippt das irgendwann raus, aber das ist halt nicht im Innenraum. Ja. Weißt du auch, wo Strom ist, oder? Strom ist, glaube ich, auf der Fahrerseite, oder? Ja. Genau. Aber? Dann zeig mal. Den finde ich jetzt schon ein bisschen. Nein, der war hier, genau hier war er. Hier war er. Ja, ja. Mann, warum kommst du denn überhaupt her, wenn ich hier gar nichts zeigen kann? Ich musste überlegen, das hat schon gereicht. Ja, aber das finde ich auch, ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, wo ist der Strom am besten? Immer vorne. Weil du kannst mit der Front immer an die Ladesäule ranfahren und dieses an der Seite finde ich sowieso. Finde ich auch nicht gut. Wenn, dann bräuchte man es auf beiden Seiten. Zum Beispiel bei meiner Garage, ich habe eine Wand auf der einen Seite. Stell dir vor, ich kriege nur ein Auto, wo auf der Seite die Ladestation ist, da komme ich gar nicht erst hin zum Einstecken. Ja. Also deswegen finde ich schon gut. Find ich auch super. Und wir waren ja jetzt 1000 Kilometer gestern unterwegs und der lädt bis zu 94 kW schnell quasi oder kann er entgegennehmen. Und sicher dauert dann auch immer ein bisschen, aber wir haben dann immer nur bis 60 hochgeladen und der hält es auch relativ lange. Okay. Also von daher gar nicht so verkehrt. Übrigens kennst du den schon, das ist ja mit reindrücken und dann springt das auf, ne? Kannst aber auch aufziehen halt. Ach so, echt? Ja, weil dann diese Verriegelung nicht aufgeht, gell? Ja. Wollte ich nur gezeigt haben hier. Lifehack. Tada! Airways E5, einfach nur ziehen. Aber es sieht schon so aus, als wäre es riesig. Ja, also das ist echt groß. Auch die Materialermutung finde ich super, ehrlich gesagt. Ich finde, so ein Auto kannst du locker deine Schwiegereltern mitnehmen. Ja. Und die haben echt nichts zu jammern, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, aber das auch hier, ich finde das nicht schlecht gemacht, auch hier innen, dass es auch hinten verkleidet ist. Da sparen ja meistens die deutschen Hersteller auch hier oben, dass es dann hier noch Soft Touch ist, auch wenn es noch schon ein bisschen härter wahrscheinlich ist als vorne. Hast du einen eigenen Kanal oder was? Nee, aber ich bin halt interessiert. Nein, tatsächlich nicht, nein. Wieso kommt das so rüber? Tut mir leid. Du bist sehr gut informiert. Hört sich fast an, als würde ich selbst machen. Nein, oder? Es sind halt Sachen, die mir wichtig sind. Ja, schön. Genau. Aber ist ja gut, pass auf. Mir unterstellt man ja, ich bin gekauft, ne? Okay. Und ich bin ja auch immer gekauft. Ja. Macht da ja kein Hehl draus. Jetzt haben wir hier jemanden Unabhängiges, der könnte die Welt erzählen. Kriegst du Geld von mir? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ja, schade eigentlich, ne? Schade schon, ja. Ist aber so. Das sind wirklich weiche Materialien, ne? Da erzählt er ja noch keinen Unsinn. Nee. Also hier haben wir harten Kunststoff zwischen, aber der Rest ist halt weich. Was sagst du zu dem Braun? Kann man machen oder geht eher so? Also ich bin überhaupt nicht der Weißtyp innen. Ich hoffe, dass es auch in einer anderen Farbe gibt innen, also in Schwarz, genau. Aber sonst, ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Das Braun geht noch, das Weiß ist mir wegen Jeans und sowas, bin ich gar kein Fan davon. Ja, ich wegen Kaffee, ne? Wow. Oder so, ja. Aber dafür passt das Braun halt. Genau. Wieder, ne? Ja gut, haben wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, der feine Herr darf einfach mal einsteigen. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, vom Leder. Ja gut, so weich ist es hier vorne doch nicht. Also ich hatte schon gedacht, dass es weicher wäre als hinten noch. Ist aber ein weicher Werkstoffschilder. Ja. Also es ist kein harter Kunststoff, aber ja, natürlich ein bisschen Spannung ist drauf. Definitiv. Rückfahrkamera. Die ist auf jeden Fall sehr hoch aufgelöst, finde ich. Ja, das finde ich auch. Also das ist mir auch sofort aufgefallen, dass die brutal scharf ist und aber verzögert ist sie. Also sie läuft nicht flüssig, muss man sagen, Schein. Nee, das stimmt. Aber sag mir ein Auto, was das macht. Gibt schon. Ja, im Premium-Segment. Ne? Ja. Aber in dem Segment nicht. Na, wo fahren wir jetzt hin? Wo ich will, oder? Wo du willst. Dann fahren wir jetzt auf die Landstraße am besten, oder? Wie du möchtest. Also für mich ist alles fein.
Das finde ich auch super, dass du hier unten den Randstein direkt mitfilmt. Das finde ich richtig geil. Das hatte ich ja auch bei dem MG schon. Ich bin ja auch den MG schon gefahren. Und der das auch, wenn du abbiegst, irgendwie, dass er dann immer das rechte Rad anzeigt. Die Rekuperation ist auch ziemlich stark. Aber die kannst du ja einstellen. Mhm. Das ist jetzt, finde ich, alles ein bisschen schwierig. Ne? Aber, ja, habe ich auch schon gesehen. Rekuperationsstufe halte ich jetzt hoch, weil der Kollege vor dir ist auch noch nie elektrisch gefahren. Und kannst du halt zwischen hoch und niedrig. Können wir jetzt gleich einmal ausprobieren, dass du den Unterschied merkst. Ich finde aber in der Stadt eigentlich eher mit hoher Rekuperationsstufe. Genau, Hauptsache, also ich bin so ein Fan davon, dass ich die Bremsen halt so wenig wie möglich belaste. Ja. Ich schalte auch runter vor der Ampel oder so. Nicht, weil ich aufholen will, sondern weil ich halt einfach die Motor oder die Motorbremse nutzen möchte. Genau. Und bei solchen Autos ist es ja noch sinnvoller, wenn das ja auch noch den Akku mit auflädt. Ja gut, das ist nicht richtig gleiten. Aber ja, es bremst schon. Ein ganz bisschen halt. Genau, jetzt machen wir mal Mittel. Okay, das wäre mir jetzt hier schon, hier würde ich jetzt zum Beispiel eher das hoch bevorzugen, weil da muss ich gar nicht erst bremsen. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist ja kein Handschuhfach. Ja, da kommt jetzt, das finde ich total lustig, haben wir gestern sonst drüber unterhalten, kein Handschuhfach, aber es kommt eine Tasche. Also sie bieten jetzt, ich weiß nicht, ob optional oder serienmäßig das sein wird, die Chinesen brauchen kein Handschuhfach. Die wissen nicht, wofür das gut sein soll. Und dann kommt jetzt der Europäer quasi und sagt, wir brauchen aber ein Handschuhfach. Und die Chinesen sagen, was ist mit euch los? Was packt ihr denn da rein? Ihr habt doch Türtaschen oder so, ne? Oder eine Tasche. Okay. Ja, und dann hängt man da jetzt wahrscheinlich irgendwas rein, was dann so als Handschuhfach agiert. Und was mich jetzt, wo ich es gerade sehe, extrem stört, darüber habe ich auch schon was gelesen, hier das Teil hier. Das überwacht dich doch. Und das heißt, wenn du gähnst oder sowas, oder dann sagt dir das Auto, ja, fahr rechts ran, müde fahren ist nicht okay oder irgend sowas. Überraschung, ab nächstem Jahr werden das alle Neuwagen haben. Alle? Ja, es hat also nichts mit dem chinesischen Hersteller zu tun, sondern es ist einfach, dass im nächsten Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Regelung in Kraft tritt, die alle diese Fahrerüberwachung haben. Okay. Ja. Nee, aber so an sich, also fahren tut sich's gut. Ich finde das Geräusch auch okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich fahre jetzt auf die Autobahn kurz, ein bisschen schneller, damit wir mal die Windgeräusche hören, weil ich fand, auch obwohl ich im Elektroauto sitze, finde ich trotzdem, dass es schon, da ist schon... Bist du eigentlich glücklich mit deinem Job? Also wenn ich jetzt nochmal irgendwie einen zweiten Moderator suchen würde, dann hättest du Bock oder was? Hätte ich Bock, ja, Tatsache. Was ist denn hier los? Ja, jetzt nochmal auf die Autobahn, denke ich, ja, will nochmal Gas geben. Nee, wegen den Windgeräuschen. Ja, ist doch klar. Ja, das ist mir wichtig. Finde ich auch. Ich finde mittlerweile Windgeräusche extrem wichtig, ja. Weil wenn ich entspannt fahren will, dann ganz ehrlich, dann will ich halt einfach nicht die ganze Zeit irgendwelche Windgeräusche haben. Und vor allem, das ist für mich ist das Qualität. Ja, ganz einfach. Ja, bin ich bei dir. Also ich finde, das ist jetzt nicht laut. Also Windgeräusche sind da. Ist normal. Aber bei 100, ich meine, das ist jetzt wieder, du musst das in Relation setzen, Elektrofahrzeug, du hast sonst keine Geräusche. Ich finde, Abgeräusche sind voll okay. Die sind super. Auch das ganze Fahrwerk ist relativ ruhig. Ja. Es poltert manchmal, aber es ist kein Poltern. Genau. Ich will damit nur sagen, man hört es halt. Ne? Aber ich finde es auch nicht störend. Und von daher sind die Windgeräusche besonders laut, aber ich kann es nicht mal einordnen, nicht mal ich, ob das jetzt nur so, weil der Rest so leise ist. Ja. Oder ob die wirklich ein bisschen lauter sind. Ja, weil du hast ja kein Motorengeräusch mehr, du hast ja gar kein anderes Geräusch in so einem Fahrzeug. Ja, so zum Auto jetzt nochmal. Also ich finde es okay, wie sie es fährt. Ich finde auch, es ist von der Preisklasse, wie teuer es ist, finde ich, ist es gut. Wirklich gut. Also Preis-Leistung ist okay und gut von dem Auto. Es hat genug Leistung. Der Akku scheint jetzt auch ganz gut zu sein. Wir sind bei 50% losgefahren, jetzt hat er 34, oder? 60% irgendwas, jetzt hat er 34. Ja. Kurze Frage, hast du noch 10 Minuten? Ja. Weil dann fahre ich jetzt noch mal kurz hier durch meine Straße, man kann da hinten, da ist so eine, ja, ich sag mal, wie nicht abgesperrte Strecke, aber da fährt halt niemand. Da könnte ich ja dann, da kann ich einmal kurz durchdrücken. Ja, Launch Control wird er keine haben, schätze ich mal, braucht er nicht. Ah gut, die Reifen drehen so trotzdem durch, also er regelt auf jeden Fall rein. Ja gut, da sehe ich jetzt nicht weit genug, wir machen es dann noch mal da hinten. Aber so ist die Beschleunigung ist auf jeden Fall angemessen. Also die ist auf jeden Fall besser als erwartet. Aber es klappert doch hier drin nichts. Nee. Muss man sagen. Also das hätte ich erwartet, dass halt nicht mal das hier klappert. Also wenn ich da bei meinem Navi ziehe. Also. So, das war's. Wir sind zusammen den Airways gefahren. Letztes Fazit. Preis-Leistung super. Ein paar Kinderkrankheiten sind noch dabei, aber ich bin überzeugt, das kriegen die auch noch hin und dann, ja. Alles in allem ein gutes Gesamtpaket für den Preis, würde ich sagen. So,
Zuschauer Nummer 4 und ganz im Ernst, Kinder, ihr vor den Endgeräten, ist es nicht wahnsinnig, dass alle drei so ganz unterschiedliche Leute sind? Und das zeigt doch auch, was wir für eine große Familie sind. Alle unterschiedlich, alle mögen wir Autos, auch Moritz. Hallo Jan, ja. Du magst Autos. Ich mag Autos, ja. Moritz, finde ich total spannend, ist? Patentingenieur aktuell, ja. Was macht man da für die Leute da draußen? Man hat im Prinzip ein Ingenieurwesen studiert. Dann beschlossen, es war ihm zu wenig und man möchte ein bisschen mehr machen, macht danach noch ein Fernstudium in Patentrecht und dann darf man sich irgendwann Patentanwalt schimpfen und ich bin gerade auf dem Weg dahin. Das ist schon cool, ne? Ja, also so, ja, Digga, ja, ja. Gut, auch du möchtest mit mir den Avis fahren. Also eigentlich, ich habe es so verstanden, du hast schon mal Ausfahrt TV gehört, wolltest aber das Auto sehen, ne? Jetzt will man was sehen. Ja, ja, sehr gut. Lass uns doch mal vorne anfangen, oder? Das ist erstmal die Front, das ist das Logo. Ne? Erkennt man jetzt erstmal so ordentlich auf Anhieb, aber wenn man weiß, das Logo ist, ist schon gar nicht so unclever gemacht. Ja. Und an der Front sehen wir, wir haben eine Frontkamera, finde ich sehr prägnant, und wir haben wenig Lufteinlass, ne? Nö, das ist übersichtlich, ja. Und findest du, kann man machen oder geht gar nicht? Nö, doch, sieht nicht schlecht aus. Magst du SUVs? Ich finde es nicht verkehrt, ne? Lieber Limousine oder lieber SUV? Limousine eher, ich bin noch jung, ich komme noch in tiefe Autos rein. Also Coupé? Eher. Alles klar. Eher Coupé. Ganz spontan haben wir uns näher zusammengestellt. Das könnte auch an Alex Regieanweisung liegen. Besonderheit hier beim Avis ist, dass ein Frontlader ist. Du hast also hier den Anschluss und habe ich auch bei noch keinem Auto gesehen. Das ist aber schick gemacht. Alex, da könntest du vielleicht auch einmal noch mal reinziehen gleich. Oder jetzt. Also ungewöhnlich, du musst den Stecker gedrehen zum Reinstecken. Also sonst ist es ja immer so. Und weil China hier auf der anderen Seite der Weltkugel liegt, so da rein. Ja. Macht Sinn, oder? Auf jeden Fall. Also du als Ingenieur verstehst das sofort. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr da draußen Fragezeichen in den Augen habt, kann ich da nichts für. Was findest du gut bei Elektroautos? Also das spontane Ansprechverhalten finde ich gut. Und wenn ein One-Pedal-Driving gut umgesetzt ist, finde ich es auch nicht verkehrt. Ganz im Ernst, ohne Flachs, ist ein bisschen die Philosophie hinter iWays. Und dem Produkt, was sie hier auf dem europäischen Markt anbieten, wie viel brauchst du wirklich? Ja. Und wir denken natürlich ja immer, wir brauchen alles, immer und sofort. Und iWays sagt, nee, für den Preis bieten wir das beste Package. Und Matrix-LED-Licht kann man machen, muss man aber gar nicht machen. Okay. Dann nehme ich nur. Das ist der Schlüssel. Vom Gewicht jetzt erstmal ein bisschen zu leicht eigentlich, ne? Für den deutschen Mann. So. Man fragt sich, was man in der Hand hat, ja. Das ist der alte Schlüssel, es gibt einen neuen Schlüssel. Das ist der alte Schlüssel vom Avis U5 und es gibt bald einen neuen und der ist auch ein bisschen schwerer. Nur für die deutsche Hand wahrscheinlich, ne? Ja, aber ist doch so, ne? Also wir sagen ja sofort, wenn der andere Schlüssel ein Hauch schwerer ist, genau der gleiche Schlüssel sagen wir als Deutsche, ja, der geht aber. So, jetzt bist du ein Hauch größer als ich. Bist minimal 1,98. Das kann nicht sein, ich wäre schon 1,80 immer noch. Nimm doch bitte Platz. Nicht schlecht. Also selten in einem so kurzen Auto so viel Platz hinten gehabt. Ja gut, jetzt hören wir auf, das reicht. Das war die Aussage, die gut, dann fahren wir doch mal los, oder Moritz? Ja, lass uns losfahren. Sehr schön. Darf ich dir die Tür öffnen? Ja, dann bin ich eigentlich gespannt auf deinen Eindruck, wie du es so findest. Also, weil ich. Mein größtes Problem aktuell sind die extrem schönen, aber für meine Schultern total ungeeigneten Hörner da hinten. Ah, okay. Die sind für mich total. Also kenne ich, also jetzt nicht bei dem Auto, ja. Das, für mich ist das die richtige, aber ich kenne das auch gerade hinten. Auf den Sitzen habe ich das öfter mal, dass mir die Kopfstütze dann irgendwie in die Schulter reindrückt oder so. Ja. Nee, Kopfstütze ist okay, sind diese ja, nee, diese, ich, diese Dinge, die sind diese Winkel da, ja, ne? Die sahen oder sehen super aus, aber sind für mich komplett ungeeignet. Kann man hier so haben können? Nee. Nee, ist nicht so. Ja, okay, das ist natürlich, das verleitet den Fahrspaß ein wenig, ne? Es ist zumindest jetzt keine besonders angenehme Sitzposition. Ja. Okay, können wir festhalten. Ich meine, es ist ja auch, du willst das wegdiskutieren, ne?
1,98 sollte man auf jeden Fall mal eine längere Probefahrt machen, wenn man es nicht schon gleich beim Einsteigen merkt. Aber sonst, so auf die ersten Meter zumindest ein echt angenehmes Fahren. Unaufgeregt. Ja. Was ja schon mal viel wert ist. Jetzt generell von der Optik bin ich echt angetan, jetzt gerade wenn man den Preis im Hinterkopf hat. Ist das, sieht ganz schick aus. Ja, und wo wir hier gerade stehen, kannst du auch das Material gerne mal begriffeln, falls dich das interessiert. Du hast also wirklich, es gibt schon harten Kunststoff hier, ne? Das wollen wir nicht verhehlen. Aber es ist auch viel Fläche, die einfach weich bezogen ist. Was sagst du hier zu dem Weiß-Braun? Kam bisher nicht gut an. Ich finde es optisch top. Also mir gefällt es wirklich gut. Nur wenn man halt hier, wie viel Kilometer das Auto? 12.000 Kilometer, schon die ersten blauen Flecken auf dem Leder sieht, dann ist es halt... Der muss man halt pflegen, ne? Ja, ja. Muss man halt pflegen. Das liegt nicht am Leder. Nein, aber das kriegst du ja schon weg eigentlich. Aber ich würde mir auch nie weißes Leder auf der Sitzfläche kaufen. Ja. Einfach, weil ich denke, ich habe einen Kaffee in der Hand und dann fliegt er durch die Gegend und ich bin halt ein Trottel, was das angeht. Aber das ist eine ungünstige Stelle für harten Kunststoff. Ja, es ist ganz witzig. Ne? Warum? Man weiß es nicht. Ich vermute mal, damit das Hochglanzteil hier ein bisschen mehr Halt hat. Hm. Aber ich weiß es auch ehrlich gesagt. Hätte man ja beziehen können. Ne? Ja. Ja, man weiß es nicht. Vor allem, weil drüber ist es wieder bezogen, also ist auch voll runter. Ja, aber das finde ich auch gut, weil da lege ich ja meinen Arm drauf. Also ich bin so ein Armaufleger halt, ne? Ja, auch gute Höhe. Das kann man das mal passt, sagen. Ja. Warum würdest du dir kein chinesisches Auto kaufen? Weil ich deutscher Ingenieur bin. Okay, das ist ja eine sehr, sehr clevere Antwort, lasse ich aber nicht gelten in dem Fall. Ich würde es jetzt gar nicht kategorisch ausschließen aus rein objektiven Gründen, die jetzt das Auto betreffen, sondern wirklich eher rein aus Überzeugung, Ideologie, wie auch immer man sagen möchte, dass man sagt, okay, ich bin in Deutschland Ingenieur für Fahrzeugtechnik, ich kaufe mir kein chinesisches Auto. Und glaubst du, dass chinesische Hersteller den Markt irgendwann sich platzieren können da besser, so wie die Koreaner das immer gemacht haben? Ja. Auf jeden Fall. Ist das eine Gewohnheitssache, meinst du? Ja. Oder? Also, wenn man sich anschaut, wie Kia, also ich habe es noch erlebt, dass Kia wirklich belächelt wurde und nicht akzeptiert wurde als vollwertiger Hersteller oder das war ein billiger Scheiß, aber kein Auto. Ja. Und wenn man sich jetzt heute in Kia anschaut, das ist nicht. Lacht keiner mehr. Nee, das ist auch nicht, dass man sagt, das ist eine gute Alternative in Anbetracht des Preises, sondern das ist eine gute Alternative. Ja. Punkt. Also, das denke ich, wenn und vor allem in. Alte Kia waren jetzt halt auch vielleicht nicht auf dem Stand, wie die jetzt hier einsteigen. Ich meine, wenn die jetzt noch ein paar Jahre, oder was heißt, wenn sie sich einfach nur einen Namen machen und sich etablieren. Das Einzige, was jetzt so vom Bild stört, ist das schwarze Lenkrad. Okay, hättest du lieber weißen Kranz gehabt, oder? Ja, das wäre sicher keine gute Idee, aber braun oder halt irgendwie... Volvo hat so einen, das ist zweifarbig, das ist weiß mit blau. Okay. Das finde ich richtig schick. Weil so jetzt so einfach so als einziges schwarzes Lederelement finde ich es irgendwie ein bisschen... Ja, okay, stimmt. Ja, aber braun wäre auch ein bisschen schwierig gewesen, ne? Ja, wahrscheinlich auch schwierig, aber es passt irgendwie nicht zum Rest so. Wie findest du die Dreierkombination dieser Pendels? Also der LCD, würde ich schon sagen. Wie heißt denn das? Displays. Displays, ja. Sag mal, wenn man die äußeren sinnvoll nutzen kann, gut. Ansonsten wird es mir der mittlere auch tun. Bist du gebürtiger Münchner? Nee, ich komme südlich von Stuttgart ursprünglich, zwischen Stuttgart und Polen. Also deswegen auch hier fahren in München Kindergarten gegen Stuttgart. Kindergarten nicht, aber ich finde Stuttgart deutlich unangenehmer als München. Hast du ein eigenes Auto hier in München? Ja. Und fährst du viel? Oder? Nein, ich habe auch eins halt zum Liebhaben und eins als sinnvolles Auto. Oh, was hast du denn zum Liebhaben? Einen alten Jaguar. Oh, schön. XJ oder? Nee, XK8. Ach, der feine Herr. Und da passt du rein? Das Nö. Das ist auch gut. Und auch dann hast du Sitzschienenerweiterung? Nö, das ist eher das Dach, das ist das Problem, aber das geht schon. Und das andere, was fährst du da? Ein Opel Astra. Solide. Bin auch höchst zufrieden. K, H? K. K. Ja, das ist Fünftüre oder? Fünftüre. Gut, das macht aber Sinn in München, ne? Also ich kann gegen das Auto nichts Schlechtes sagen. Ja. Und wie kommst du auf den Jaguar? Hat mein Vater davor gehabt. Ah, okay. Der hat den damals gekauft und dann zum Abschluss vom Studium übergeben. Aber das ist ja süß. Ja, das Fahrzeugtechnik, cool. Dann kann sich jetzt
kann ich mich jetzt ins alte Auto kümmern. Ihr wolltet sich nur die Werkstattrechnung sparen oder was? Und ich denke nicht, nein. Schraubst du auch richtig, oder? An dem nicht, nein. Der hat einfach schon zu viel Elektronik, muss man. Also okay. Da bin ich. Aber du hast früher geschraubt, oder? Mopeds, Motorroller und die Sachen. Auf jeden Fall jetzt Auto eher wenig. Nein, zumindest was jetzt über Anbau. Du arbeitest, du studierst, ne? Ja, nebenbei schraubst du mal Autos, klar, ne? Ja, nein, verstehe ich schon. Ja. Irgendwann musst du ja auch mal leben, schlafen, essen. Was sagst du jetzt so für dich persönlich? Extrem positiv überrascht. Also bis auf Kleinigkeiten kann man nichts gegen das Auto sagen. Aber für dich wäre das wirklich ein Ausschlusskriterium, glaube ich, ne? mit den Sitzen. Ja, also in einem Auto, in dem ich nicht sitzen kann, das brauche ich nicht. Also ja. Warum sollst du es kaufen, wenn du nicht angenehm sitzen kannst? Ja. Das ist ja. Und was aber jetzt wahrscheinlich auch eine reine Softwaregeschichte wäre, mir ist die Lenkung deutlich zu leichtgängig. Okay. Ich bin jetzt heute mit euch zusammen 18,6 Kilowattstunden gefahren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Jetzt, vor allem auch für Leute, die das Auto überhaupt nicht kennen und auch dementsprechend jetzt vielleicht nicht. Ein bisschen Autobahn war auch dabei, war auch viel Stadt, muss man dazu sagen. Aber das war schon auf jeden Fall ein kleiner Mix zumindest. Ja, da sind wir wieder. Hat geklappt. Ans Produktmanagement ein netter Hinweis. Die Flügel hinten an den Sitzen für 1,98 das hohe Kreuz. Ungeeignet. Ja. Sonst wirklich begeistert, also positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Also fährt gut, extrem unauffällig und ich meine, das ist ja eigentlich das, was man bei so einem Auto möchte. Ja, wir sind viel Stadt jetzt gefahren, eigentlich nur Stadt. Du bist aber wir sind halt mitten in der Stadt, da hat sich das andere nicht ergeben. Ich finde es ganz lustig. Von der Skepsis, also du warst ja nicht richtig jetzt negativ eingestellt, aber schon so verhalten, abwarten, finde ich, hat sich das relativ schnell auch beim Fahren gerade gelegt. Also bis auf die Sitze, klar, da kannst du aber auch nichts machen, was willst du machen? Ich bin halt Standarddeutscher hier, also jetzt gerade nicht, aber fast, darf ich auch nicht mehr sagen. Ne? Aber du bist halt immer größer als der Durchschnitt, ne? Ja, voll. Meinst du, ich soll dieses Format beibehalten? Also, wenn es dir nicht zu viel Arbeit ist, ist es natürlich... Es ist natürlich schon wahnsinnig belastend. Es macht sehr viel Freude. Nein, ernsthaft. Ich muss aber aufpassen, dass es nicht zu ironisch rüberkommt. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Für mich war es super zu sehen, wie unterschiedlich ihr seid, dass ihr alle echt nette Kerle seid. Dankeschön. Standard, ne, bei so einem Format. Das hat mir viel Freude gemacht und ich denke tatsächlich jetzt darüber nach, wir haben das oft diskutiert, Alex und ich, was machen wir mit Zuschauerinteraktion, und ich habe immer gesagt, oh, ich habe da keine richtige Lust zu. Ne? Du fährst irgendwo hin, keiner kommt, du musst dich kümmern, aber ich habe 5 Zusagen bekommen, der eine wollte aus Rüsselsheim kommen, da habe ich gesagt, komm, machen wir mal ein andermal. Mhm. 4 Zusagen bekommen, alle 4 extrem locker, zuverlässig auch. Und haben durchgezogen und es hat Spaß gemacht. Kein Vollidiot dabei, der so, Digga, ne, lass mal Gas geben. Ehrlich nicht. Der Reif war ein bisschen gelitten. Von daher hat es mich gefreut und ich möchte mich stellvertretend für die 3 anderen bei dir auch nochmal bedanken, dass ihr so super mitgemacht habt. Mich würde interessieren bei euch da draußen, bitte schreibt mir das wirklich mal in die Kommentare. Würdet ihr das mitmachen? Jetzt vielleicht sagt ja sogar iWays, Mensch, cooles Format, das gehen wir mit. Ich fahre mit dem chinesischen Elektroauto quer durch Deutschland, suche mir 10 Stationen aus und ihr könnt mitfahren, immer so 4-5 Leute pro Tag. Würdet ihr euch bewerben? Wenn ja, wo seid ihr? Schreibt einfach mal, wo ihr, welche Größe, nächstgrößere Stadt vielleicht da in der Nähe wäre, ob sich das lohnt, und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Und ich hätte eigentlich Bock zu, weil ihr alle so nett seid. Wart. Dankeschön, Dankeschön. Also wart, ihr seid es natürlich, aber im Rahmen des Clips wart. Gut, das ist der letzte Clip zum iWays U5, den wir im Rahmen dieser Serie jetzt gedreht haben. Es könnte sein, dass noch ein bisschen mehr kommt. Ich will mich jetzt aber wirklich verabschieden. Die Sonne geht unter, ich habe Hunger. Ich wünsche euch da draußen, dass ihr schön gesund bleibt, und verabschiede mich jetzt einfach wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan.